Herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Sibels und ich freue mich wieder, euch in der Testzone begrüßen zu dürfen. Heute mal ein Spiel ganz anderer Art. Und zwar House Flipper. Ist ein Singleplayer. Wir schauen jetzt erst einmal in unsere. Ja, machen wir mal Währung. Unsere ganzen. Ausstattung. Automatisch speichern passt. FPS-Zähler im Spiel. Na gut, können wir mal anmachen. Sound. Musiklautstärke können wir mal ein bisschen zurücknehmen. Man versteht mich auch besser. Sound auch. Ja klar, WASD, E ist benutzen, Taschenlampe F, springen, knien. Okay, also relativ human gehalten. Ja. Scheint also erst einmal kein wirklich kompliziertes Spiel zu sein. Machen natürlich extrem Performance, Anti-Aliasing. Performance. Qualität der Schatten. Ah, da machen wir voll. Voll. Und hier machen wir auch extrem. Lassen wir es mal krachen. Mal gucken, wie das Ganze dann klarkommt. Nebel, Tiefenschärfe. Ja, ich glaube, mit UHD-Auflösung brauche ich keine Tiefenschärfe mehr. Grafik. Drehen wir natürlich das Ganze ein bisschen hoch. Zack. FPS-Begrenzer. Machen wir mal 120. Direct 3D11. Okay. Müssen natürlich männlich. Tag und Nacht Spielzeit. Okay. Gut. Allgemein war das. Dann haben wir das auch schon durch. Mal sagen. Ja, 118 FPS, ja, ist doch schon mal was. Neues Spiel. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel so ist. Ach ja, hier schaut es aus. Also willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Außerdem steht dir ein Laptop zur Verfügung und eine Steuerzentrale. Also wir fangen letztendlich als selbstständiger Handwerker mit dieser Bruchbude klar, also ach okay, ich will rein, nicht raus. Shop ist auch nicht verfügbar.
Alter Schwede. Also noch nicht so verfügbar, das ist ja. Das ist ja ein Mini-Haus. Ah, aber das gefällt. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Ja gut, okay. Mail. Mein Ex-Mann hat die Heizung genommen. Drama. Okay, du mal akzeptieren. Da kommen auch immer schön Hinweise rein. Gefällt. Wie gesagt, es ist ein Singleplayer-Spiel. Aber naja, mal gucken, was es kann. Ne? Muss ja nicht schlecht sein, so für zwischendurch. Fliehe immer wieder raus, sondern mach das auch mal zumachen. So. Mit rechter Maustaste auf Reinigung und dann. Aha. Das schaut ja aus. Ja. Man sagen sie immer, in meiner Küche sieht so aus. Die haben die Küche noch nicht gesehen. Alter Schwede. So, jetzt müssen wir das natürlich immer wieder gedrückt halten.
Tablet. Ab sofort steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um es einzustecken. Ich möchte Dinge so kaufen, würden in diesem Job nützlich sein. Ach, wir müssen auch noch die Schrauben anziehen. Sieht ja schon mal gut aus. Wurde die erworbene Fähigkeit zufällig. Okay. Lüften. Okay, Schlafzimmer haben wir hingekriegt. Wohnzimmer fehlt noch ein bisschen was. Dann müssen wir da nochmal. Siri als Putzteufel. Das glaubt mir keiner.
Okay. Verbessern. Das Feuer auf der Minimap. Okay, schnelle Händchen. Weite, Reichweite. Was ist wohl besser? Aufräumen, schneller, ist okay. Ja, dann schauen wir doch mal wieder in unserer Bude nach. Erster Auftrag erfüllt. War ja mal nicht so schlecht. Schaffen wir mal bis zum Mittag. Gehen wir mal rein. E-Mail. Okay, das hat's gebimpelt. Das ist doch alles schick. Ah, jetzt hat im Besitz. Erstes Büro. Thank you.
Das ist noch alles ein bisschen teuer. Ja, also da kann man noch Sachen kaufen. Schlaf auch mal bis zum nächsten Morgen. Immer noch dieses andere Ziegler drin. Irgendwie müssen wir das ja fortsetzen. Weil es ist ja noch nicht beendet. Vielleicht ein Foto machen. Kann ja sein. Ja, kann ich gucken, kann ich machen. Start beenden. Ah, das haben wir vergessen. Logisch, logisch. Putzaktion in Garage. Akzeptieren wir. Schauen wir mal. Also es ist schon eher ein Spiel für zwischendurch, kann ich jetzt schon mal so sagen. Es ist nicht schwer. Und es ist ja ein schöner Zeitvertreib, sage ich jetzt mal. Dann schauen wir halt mal, wie es weitergeht, ne? Aber bevor der Seri wieder natürlich arbeitet, holt er sich noch ein Cappuccino. Ja, wie im wahren Leben. So, Cappuccino und Schluck getrunken. Jetzt kann es losgehen.
Animation ist auch ganz nett. Hier schaut sie aus. So. Schöne Fahrräder. So, stellen wir das natürlich schön hin. Das ganze Geraffel hier mal. Weg, so.
So. Dann muss man das natürlich auch noch drauf machen und. So oft. So. Oh, Fenster müssen wir noch reinigen. Ah, habe noch so ein Ding. Muss man mit der Maus gut führen. Macht. Alles erledigt. So, sind wir wieder in unserer Bruchbude. Aha, okay, man kann das also als Plakat und so weiter machen. Beliebige Fotos, das ist natürlich schön. So. Fotoordner. Dann schauen wir doch einmal, ob wir da nicht irgendwo was Schönes finden.
Und dann haben wir schon mal eins drin. Können wir das hinsetzen? So. Jetzt haben wir ein Moja-Bild. Mit dem Onkel. Können wir das dahin machen? So. Ah, das ist doch auch einmal was. Naja. Oder? Na also. Da haben wir doch Moja und Onkel. Und dann natürlich hier ein Foto mit der Sarah und Kisse. Und mit der Steffi. Ja, beim allabendlichen Grillabend. Ist doch schön. So, dann schauen wir mal, was jetzt da noch so kommt. Also das kann man auch machen.
Oh, Heizkörper. Akzeptieren wir mal. Heizkörper ist ja wichtig, ne? Die können wir ja nicht liegen lassen. Also ihr könnt auch schöne Fotos da einbauen. Finde ich ein sehr schönes Gimmick. Gerade wenn man euch im späteren Verlauf ein großes Haus hat, kann man sich mit schönen Fotos natürlich gut ausstatten, ne? Was haben wir hier? Kinderzimmer. So, müssen wir da E drücken, müssen das wieder draufsetzen. Toilette noch. Wo ist denn die? Da lernt man ja sogar noch was. Thank you.
Gefällt mir irgendwie. Tja, Kisse, hättest nicht gedacht, ne? Wirst du mal in einem anderen Spiel verewigt. So, gucken wir mal, was der nächste Auftrag ist. Okay, ein Mädchen wird schon noch mal. Ja. Einen bald glücklichen Familienvater, da helfen wir. Gar kein Problem. So kann man doch hier kein Kind erziehen, also das geht doch mal gar nicht. Muss sauber sein. Was sollen da die Nachbarn denken, wenn die mal zu Besuch kommen? Richtig rund. So. Vielleicht sollte ich als Gebäudereiniger mal anfangen zu arbeiten. Scheine ich Talent zu haben. Na, sieht doch schon mal nach was aus. Alter Schwede. Alles sauber machen hier. Hier schaut's ja aus. Da graust sie ja als Sau hin.
So. Also das Haus hat's echt nötig. Hartes wird das Kinderzimmer. Erstmal grobe Reinigung. Machen wir mal die Fenster. So, dann haben wir jetzt die Fenster auch schon.
Aber ist gut gemacht. Also muss ich schon sagen, von der Animation her. Aber das ist schon sehr innovativ. Wie leer.
So, dann können wir das jetzt auch noch machen. Das ist ja Geld kriegen, ne? Money, money, money. So. Ja, jetzt haben wir das auch gestrichen. Reinigung der Verschmutzung. Warum habe ich da nur 99%? Ist hier noch irgendwo eine Verschmutzung? Nicht. So.
müssen wir aber noch gucken, ey. So, im Flur haben wir jetzt 91.
ist hier noch schmutzig. So, dann würde ich mal sagen, sind wir doch schon wieder einen ganzen Schritt weiter. Dann beenden wir mal diese Folge. Ich werde aber noch eine Folge machen, weil das Spiel macht irgendwie Spaß. Ja. Und in diesem Sinne. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht, mal ein komplett anderes Spiel mal mit mir anzuschauen. Und ich bin mal gespannt, wie es im weiteren Spielverlauf noch weitergeht. Und ja, in diesem Sinne, mit einem schönen Ausblick auf die zwei Bilder aus der Scum-Welt, ja, was ja unser Hauptspiel ist. Und wenn ihr was Scum vielleicht mal spielen wollt, könnt ihr natürlich bei uns bei der Gamer Miliz drauf joinen und dann auch mal die Regeln lesen. Und dann seid ihr schon mittendrin statt nur dabei. Freuen uns auch, wenn ihr auf unserem Discord mal vorbeischaut. Da sind immer wieder mal gerade in den Abendstunden dann auch Leute da, wo dann sich unterhalten möchten. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich auch einmal. Ja. Und bis dorthin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und schaut im nächsten Video wieder mit, wenn ich wieder unterwegs bin und wer weiß wo. Bis denne, ciao, ciao.